Fast schon gespenstisch ist's an diesem Tag in Oberau. Die Fußgängerampel wirkt wie ein Relikt aus der Vergangenheit. Noch im Frühjahr war sie die einzige Chance, sicher über die Straße zu kommen. Tag ein, Tag aus schlängelte sich die Blechlawine durch den Ort. Bis zur Zeitenwende. Der 26. Mai 2022 ist was für Geschichtsbücher. Ab da an rollt der Verkehr durch die neuen Umfahrungstunnel. Jahrelang haben die Bürger dafür gekämpft. Ich glaube, wir haben irgendwann 2000 angefangen mit Briefe schreiben und Postkarten und Berlin fahren. Und da sind wir nicht weitergekommen. Und irgendwie, ich glaube, 2004 mal an die erste große Demo gemacht. Sind die ganzen Uhr auf die Straße gegangen. Das waren natürlich bewegende Momente. Und wenn man dann am Tag der Eröffnung des Tunnels sieht, dass das Ziel da ist und was man geschafft hat und dass die Leute alle feiern und ein Traum, super. Das war in der Stunde, wo praktisch der Tunnel und eröffnet worden ist, war auf der B2 und nichts mehr los. Also das war von einer Sekunde und auf die andere. Es war einfach und fantastisch. Keine Abgase, kein Lärm, ein neues Lebensgefühl. Und dann doch wieder Stau im Ort. Der Grund? Blockabfertigung im Tunnel. Und so mancher versuchte sein Glück durch den Ort. Doch da ist zurzeit eine Baustelle. Das Verkehrschaos kam plötzlich zurück. Die Komplettsituation benötigt alle Tunnel. Weil sonst bleibt irgendwo immer eine Engstelle und die lässt sich nicht auflösen. Alle Tunnel bedeutet, die Ortsumfahrungstunnel von Fachern und Oberau funktionieren nur, wenn auch in Garmisch-Partenkirchen die Tunnel fertig sind. Der Gramertunnel ist im Bau und 2025 fertig. Und der Wanktunnel, der ist aber erst in Planung. Zudem braucht es am Autobahnende der A95 den Auerbergtunnel. Hier laufen gerade die Vorbereitungen. 2028 soll er fertig sein. Tunnelbau ist langwierig und auch kostenintensiv. Rund 1 Milliarde Euro werden und wurden für die 5 Tunnel im Loisachtal investiert. Zu teuer, sagen Kritiker. Sie sprechen bereits vom Tal der Tunnel. Doch das hören die Loisachtaler gar nicht gern. Man sagt immer so leicht, wenn man von außen kommt, ja, wer Straßen sät, der erntet Verkehr. Wir haben den Verkehr da. Man muss halt in geregelte Bahnen lenken und in so einem engen Tal ist es halt nur möglich in einem Tunnel. Und ich denke, die Tunnelprojekte, die jetzt fertig sind, im Bau sind und in Planung sind, die sind wichtig. Und ohne die wird es in dem Tal einfach nicht gehen. Also die FEA kämpft jetzt seit 20 Jahren, Oberau kämpft seit 40 Jahren und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Dorf, ein Tal und seine Tunnel. Das Thema polarisiert. Auch im neuen Jahr wird sich das nicht ändern. Musik